Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Hiermit möchte ich euch zeigen, wie ihr LSBDF installiert. LSBDF A, ganz kurz erklärt, ist die Mod, die eigentlich hauptsächlich auf meinem Kanal kommt, wo ihr als Polizist spielen könnt. Das könnt ihr im normalen GTA nicht, beziehungsweise nicht so gut wie mit LSBDF A. Und ja, ist denke ich die erfolgreichste und die beliebteste Mod auf GTA 5. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das installiert und wie ihr die Plugins dazu installiert. Das ist eigentlich recht einfach, dennoch fragen mich immer wieder Leute, wie macht man das so. Wir fangen an, man lädt sich das hier erstmal runter, logischerweise. Wir sind hier auf lsbdfa.com, die Links dazu sind alle in der Beschreibung. Geht auf Agree and Download, nimmt die obere Datei, geht auf Download, erledigt hier den Security-Check. Und daher, dass ich das schon gemacht habe, lade ich mir das jetzt nicht nochmal runter, sondern ich habe das hier als ZIP-Datei, beziehungsweise ihr werdet das dann auch hier irgendwie so in der Art haben. Wenn ihr es euch hier runtergeladen habt, dann ist hier die Setup, ja. Dann haben wir hier, also natürlich, ihr braucht erstmal euren GTA-Ordner. Ihr braucht ein komplett frisches GTA, also am besten. Es geht auch theoretisch mit anderen GTAs, aber mit einem komplett frischen GTA ist es am einfachsten, beziehungsweise da ist es am sichersten. Was auch nochmal zu sagen ist, ihr braucht dafür natürlich einen PC, braucht die PC-Version. Auf der Konsole geht das nicht, das geht wirklich nur auf dem Rechner. Das heißt, wenn ihr jetzt mir erhofft, dass ihr euch auf der Konsole spielen könnt, dann geht das leider nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr einmal hier drin seid, dann führt ihr die Setup hier aus, in dem, was ihr gerade runtergeladen habt. Ja, wir wollen das ausführen. Jetzt macht ihr hier irgendwie Späßchen. Dann wählen wir hier unsere Sprache aus, ist eigentlich recht unwichtig. Und dann kommen wir halt hier, typisches Ding, das müsstet ihr eigentlich kennen. Wir laden uns das hier alles runter, das hier können wir leider nicht wegticken, das müssen wir später anders machen. Dann hier der Pfad, wo ihr halt euer GTA drin habt. Ich habe das jetzt gerade bei Steam, wenn ihr auf der Steam-Version seid, müsste das ungefähr bei euch auch so aussehen. Wenn ihr die andere Version habt, müsst ihr halt gucken. Standardmäßig wurde eigentlich eh der richtige Pfad gesucht, nur ihr solltet vielleicht checken, ob das wirklich der richtige Pfad ist. Dann hier, das macht ihr raus, das ist komplett Werbung. Und dann lädt er sich das hier runter und dann macht ihr auf Fertigstellen. Ja, dann kommt gleich noch ein Menü. Ja, das können wir auf beneinen. Kommt hier noch der Configurator. Der ist eigentlich recht unwichtig. Aber hier müssen wir halt noch die Lizenz bestätigen. Müssen wir kurz warten, dass man sich das hier auch durchliest, was man eh nicht macht. Man wartet einfach. Accepted. Dann do it for me. Das ist hier. Ja, das ist hier für die Texte, die da kommen, aber ist unwichtig. Der Callouts Multiplier ist, wie oft ihr Callouts reinbekommt. Ich würde den auf Standard lassen, aber wenn ihr den halt auf 500 zum Beispiel stellt, dann kriegt ihr halt doppelt so viel Callouts, wie ihr sonst bekommen würdet. Genauso wie wenn ihr auf 125 stellen würdet, kriegt ihr halt nur halb so viel. Ist eigentlich recht irrelevant, weil man die sich manuell meistens so die Callouts, aber wenn man es braucht, kann man es machen. So, jetzt ist LSBDF installiert soweit. Was jetzt noch wichtig ist, ihr müsst das wirklich so installieren, wie ich das jetzt gemacht habe. Und danach müsst ihr die Rage-Plugin installieren. Auch da, der Link ist in der Beschreibung. Wichtig ist, es muss nachdem ihr LSBDF installiert hat, geschehen, weil der sonst die falschen Dateien überschreibt. Und zwar laden wir uns hier die neueste runter, die 038. Accepten das Ganze. Laden uns das runter. Jetzt, genau, okay. Was auch immer das gerade war. Dann haben wir das runtergeladen und jetzt haben wir hier die ganzen Dateien. Ja, geh weg. Und die ziehen wir jetzt einfach in unseren GTA-Verzeichnis, in unseren GTA-Ordner und überschreiben alles, was der uns fragt. Das ist deswegen wichtig, weil in der normalen LSBDF A, die im Januar das letzte Update bekam, auch die damit aktuelle Ragehook mit hatte. Allerdings ist das halt ein veralteter Ragehook und nicht der aktuelle Ragehook und ihr braucht für das Spiel die aktuelle Ragehook. Und deswegen müsst ihr das halt, die alte Ragehook mit der neuen überschreiben und dann, ne, ich denke, das erklärt sie von selber. So, jetzt haben wir soweit LSBDF installiert, jetzt könnte man theoretisch schon spielen. Allerdings ist das nur halb so lustig, wenn man keine Mods hat. Und deswegen werde ich euch jetzt mal einfach als Beispiel Peter U Callouts zeigen, wie man das installiert. Auch da ist der Mod wieder in der Description. Und zwar ladet ihr euch das runter, wie alles, macht einen Security-Check, Storefront, ja hier, das sind wieder diese Bildchen da, ladet euch das runter und öffnet das. So, es ist recht einfach, man könnte jetzt die Readme öffnen, ich könnte es euch anhand der Readme erklären, aber das ist, also Callouts sind wirklich so simpel, dass man das eigentlich sich schenken kann.
So, pass auf, ihr habt jetzt hier die Ordner. Und ihr habt hier die Ordner, ja. Ihr seht hier LSBDFA-Plugins, hier LSBDFA-Plugins. Das sind, ne, das ist quasi der Pfad. Ihr geht jetzt auf LSBDFA hier im Ordner und geht hier auf LSBDFA. Dann geht ihr auf Police Scanner, geht hier auf Police Scanner. Und jetzt fügt ihr den Mod einfach hier ein. Alternativ, so mache ich das immer. Ich ziehe einfach hier den Ordner rein und dann ordnet er sich von selber ein. Ja, dann kann ich auch so ersetzen. Bei Plugins dasselbe, geht hier auf Plugins, Plugins, LSBDFA und dann zieht ihr das einfach hier rein. Ja, das so einfach ist das. Wie gesagt, man kann es auch noch einfacher machen, indem man einfach hier Plugins ins Hauptverzeichnis zieht, dann ordnet er sich selber ein. Ich mache es einfach nur, damit man es leichter versteht. Und so einfach ist das. Das sind Plugins. Natürlich, es gibt noch alle andere Mods für LSBDFA. Man kann ja erstmal kurz hier zeigen. Scripts und Plugins. Da gibt es eine Menge. Zum Beispiel hier lauter Callouts, More Items und ganz viel Bullshit. Was heißt Bullshit? Hier Blinker. Alles gibt es hier quasi. REST Manager, der ist ganz cool. Den würde ich euch auch empfehlen. By the way, wenn ihr GTA wollt, wie ich es habe in LSBDFA, dann könnt ihr einfach in der Beschreibung bei mir unter dem Video schauen. Dort sind alle Mods aufgelistet, die ich in dieser Folge verwendet habe. Das date ich auch wirklich jedes Mal sauber ab, sodass das nicht veraltet ist, die Liste, sondern wirklich immer so aktuell, wie ich das GTA gerade spiele. Das ist mir halt ziemlich wichtig, dass ihr das halt seht und dass es nicht irgendwie falsch angegeben ist oder so. Auf jeden Fall, das waren Callouts. Die anderen Sachen funktionieren quasi gleich. Also auch die hier, keine Ahnung, diese Vehicles-Items-Mod oder Search-Mod, das ist wirklich nur minimal anders. Das ist cool an LSBDFA, es ist wirklich easy. Schwierig wird es ja dann, wenn ihr euch Polizeiautos installieren wollt. Das werde ich jetzt hier in diesem Video nicht erklären. Vielleicht mache ich ja noch ein extra Video, wenn es gefragt ist, wie man Autos installiert und die Sirenen und das alles. Das ist dann schon wieder so ein bisschen, das geht ein bisschen tiefer in die Materie, sage ich mal. Aber naja, gut. Wir sind jetzt hier soweit fertig, wir führen jetzt die Rage-Plugin aus, das ist wichtig, ich müsste die hier ausführen. Ihr könnt nicht das normale Spiel starten, oder ihr könnt natürlich schon starten, aber dann habt ihr kein LSBDFA. Es läuft zwar, ihr dürft natürlich damit nicht in Online-Modus gehen, aber ich denke, das erklärt sich alles eh von selber. Ihr müsst diese Rage-Plugin-Hook in eurem Ordner ausführen, mit einem Doppelklick, ganz normal, sonst startet LSBDFA nicht. Jetzt hier die Dateien, das zeigt, die sind quasi blockiert, jetzt müssen wir die halt anblockieren, quasi. Das ist beim ersten Mal so, danach müsst ihr das nicht mehr machen. Jetzt kommt hier nochmal die Lizenz, weil wir ja die andere Rage quasi drin haben und nicht die von LSBDFA. Die nehmen wir so an. Und jetzt checkt er hier, ob wir alle Anforderungen haben, alle technischen. Und hier machen wir No. Und dann müssten wir gleich... Genau, jetzt haben wir hier den Launcher quasi, weil Rage ist der Launcher. Das hat eigentlich nichts mit LSBDFA zu tun. Das ist wirklich nur der Launcher für GTA-Mods, auch andere Mods nutzen diesen Launcher. Und LSBDFA ist halt das bekannteste, aber Rage ist jetzt nicht irgendwie, hat das nichts mit LSBDFA an sich zu tun. So, hier, LSBDFA ist installiert, das seht ihr schon, dass eigentlich alles richtig gegangen ist. Und dann geht ihr hier, ihr könnt noch in den Advanced Settings, für all die, die ein bisschen rumspielen wollen, Sachen umverstellen. Ich lasse das mal alles auf Standard jetzt. Und ja, dann geht ihr auf Save and Launch. Geht hier auf OK. Und jetzt müsste es ungefähr so aussehen, euer GTA müsste starten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in LSBDFA. So, jetzt sind wir hier in GTA 5 mit LSBDFA. Ihr seht ganz einfach, ob das geklappt hat, indem ihr hier auf der Karte diese wunderschönen Icons habt von den Polizeistationen. Also einmal hier, dann ist hier noch eine und da unten ist auch noch irgendwo eine. Daran könnt ihr erkennen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Auf jeden Fall, um die LSBDFA zu starten, müsst ihr zu einer von diesen Polizeistationen gehen. Geht dahin und drückt dann einfach E, sodass ihr sie hier quasi betretet. Das dauert jetzt, jetzt zoomt er raus hier und zeigt uns eine Art Intro oder so, wie man es nennen möchte. Und jetzt gleich müssten wir unseren Charakter wählen können. So. Hier habt ihr jetzt eine Charakterauswahl. Ihr könnt jetzt hier wie nennt man das? Die Art quasi auswählen, also hier SWAT, FIB, was ist das hier, ich glaube auch irgendwie sowas. Ganz viele Sachen gibt es jetzt Auswahl hier, auch das County Sachen. Wir nehmen mal den Stadt Officer, können wir hier Male oder Female, können hier alles einstellen. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht alles erklären, dann gehen wir auf Select and Continue und kommen dann zur Fahrzeugauswahl. Hier könnt ihr euer Polizeiauto wählen, wir haben jetzt hier alles, sogar die Hydra müssten wir noch haben, wenn diese die nicht rausgenommen haben. Ja, haben wir auch noch. Wir nehmen den normalen Cruiser, machen Select and Continue.
und müssten dann ready sein. Und haben jetzt hier unser Polizeiauto und es steht da, you are now on duty as a police officer. Und können jetzt hier LSPFA spielen. Ihr müsst mit der Zeit Einsätze reinbekommen. Wenn nicht, dann drückt ihr X auf eure Tastatur, standardmäßig ist das die Taste X. Und kriegt dann einen Einsatz 1, zum Beispiel Grand Theft Auto. PTU Callouts, was wir installiert haben, müsste auch funktionieren. Das können wir probieren, wenn wir hier ein paar Einsätze uns holen. Dann müsste irgendwann kommen, irgendwas mit PTU, weil das sind jetzt hier die Standardeinsätze, die LSPFA mit sich bringt. Jetzt bringt uns aber PTU keine Callouts heute hat es keinen Bock. Ah, hier, Illegal Radio Broadcast ist zum Beispiel von PTU. Daran erkennt ihr ganz einfach, ob das alles installiert ist. Wie gesagt, hier sind ja die Standardautos ohne Grafikmod und alles. Also wenn ihr mein GTA haben wollt, guckt einfach in die Beschreibung. Da müsst ihr eigentlich von jeder Mod, die da drin ist, gibt es eine Readme. Da steht eigentlich auch präzise, wie sie installiert wird. Nur für LSPFA mache ich jetzt nochmal ein Video, weil das so oft gefragt wurde. Und ja, ich würde sagen, damit sollte alles klar sein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es bei euch geklappt hat. Ihr könnt mich auch abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem weiteren Video von GTA oder in einem anderen Spiel. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.